Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier nochmal in Nuka World. Das Ding bestimmt. Und müssen. Ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Dieser Ort ist erstaunlich, oder? Wie das denn? Nichts Besonderes. Das ist beeindruckend überhaupt nicht. Wie hast du das denn hinbekommen? Was ist denn hieran erstaunlich? Was? Schau dich um. Siehst du's denn nicht? Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnde und glückliche Kinder Nuka-Cola trinken und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch. Mein Name ist Sierra Petrovita. Ich bin aus dem Ödland der Hauptstadt hierher gekommen, um diesen Ort zu besuchen. Vielleicht hast du schon von meinem Nuka-Cola-Museum gehört? Nuka-Cola-Museum? Natürlich! Ich mag Nuka-Cola nicht. Nie davon gehört. Natürlich. Ja, das Nuka-Cola-Museum. Kennt doch jeder. Wirklich? Das ist ja toll. Es spricht sich endlich rum. Vielleicht kommen dann auch mehr Besucher. Du hast mir eben den Tag versüßt. Da will ich mich revanchieren. Hier, ist zwar nicht mehr kalt, schmeckt aber bestimmt trotzdem. Ich würde ja gerne noch weiter plaudern, muss mich aber wieder auf die Suche machen. Und wonach suchst du? Sarkastisch, ich kann dir helfen. Ja, na klar. Ja, wonach suchst du denn, meine Gute? Wonach suchst du? Das möchte ich nicht sagen. Ist nichts Persönliches. Ich kenne dich nur nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Ich bin der Oberboss. Mir kannst du vertrauen. Du kannst mir vertrauen, so ist es nämlich. Ich sag's nicht weiter. Du kannst mir vertrauen. Tja, okay. Ich bin so aufgeregt, dass ich es auch kaum für mich behalten kann. Oh. Das wird eine Erleichterung sein. Ich schätze, ich bin der größte Nuka-Cola-Fan der Welt. Ich bin besessen davon, seit ich sie zum ersten Mal probiert habe. Ich sammle alle Produkte, die ich finden kann. So wie diese tolle Corki-Brille hier. Aber das ist keine gewöhnliche Sonnenbrille, sondern Teil eines echt coolen Preisausschreibens, das kurz vor dem Krieg begann. Der Gewinner sollte den berühmten John Caleb Redburton höchstpersönlich treffen. Wer ist das? Sarkastischer. Den Namen kenne ich. Komm zum Punkt. Wer ist er? Wer war denn John Caleb Redburton? Tut mir leid. Ich vergesse immer, dass sich nicht jeder so für die Geschichte von Nuka-Cola interessiert wie ich. Er war ein Erfinder. Und das Beste, was er je erfunden hat, war, du weißt es bestimmt schon, Nuka-Cola. Um den Hauptpreis zu gewinnen, musste man im Park 10 Bilder von Corki finden, dem Nuka-Cola-Maskottchen. In jedem Bild ist ein Teil eines Codes oder so ähnlich versteckt. Und die Teile kann man nur mit der Brille sehen. Also, ich weiß, was du denkst. Redburton ist längst tot. Wen interessiert so ein Gewinnspiel? Ich wette, dass sich irgendwo in seinem Büro die originale Nuka-Cola-Formel befindet. Diese Formel war eines der größten Mysterien der Softdrink-Welt und wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Wenn du mir hilfst, sie zu bekommen, bezahle ich dich auch dafür. Ja, warum nicht? Aber gesund ist das Gesöff sicher nicht, vor allem das Quantum. wie sieht meine Belohnung aus? Mach mir ein Angebot, ich helfe dir. Den Ärger nicht wert. Nö, was springt für mich dabei raus? Was springt für mich raus? Dazu wollte ich gerade kommen. Redburton hat nicht nur Getränkeformeln entwickelt. Er war ein Genie, das alle möglichen fantastischen Dinge erfand. Mich interessiert nur, wie ich die Nuka-Cola-Formel in die Hände kriege. Andere Erfindungen kannst du gerne behalten. Was denkst du? Freilich, dann gehen wir's an. Klar, warum nicht? Vielleicht erfahre ich dabei mehr über den Park. Klingt einleuchtend. Du bist neu hier. Du solltest so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Ich gebe dir die Corki-Brille und diesen alten Flyer. Da sind Hinweise drauf, wo du die Corki-Bilder findest. Notier dir die Hinweise in den Bildern und bring sie zu mir, wenn du alle hast. Ich bin Expertin für alles rund um Nuka-Cola. Ich kann sie also bestimmt entschlüsseln. Viel Glück. Dankeschön. Na fein. Da haben wir ja schon wieder einen ordentlichen Brocken an Land gezogen, ne? So. Corki im Heuhaufen. Das ist wieder schön. Setz die Corki-Brille auf. Ja, dann muss ich mich mal kurz entkleiden, denke ich mal, ne? Jawohl, keine Höschenblitzer, wie schön. So. Kleidung. Die Corki-Brille. So. Und wieder einsteigen.
Rüstung sollte uns im Kampf einen eindeutigen Vorteil verschaffen. Oh ja, meine Gute. Oh ja, da hast du recht. Na gut, wo muss ich denn dann hin? Da oben die erste, ne? Dann würde ich sagen, ja gut, gleich dahin. Am besten dahin porten, glaube ich. Oder? Wäre zu Fuß schneller gewesen? Ah, ich glaube, porten geht schon. Ist, glaube ich, schon okay. Da 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 da. So. Achso, ja, stimmt. Oh je, da bin ich jetzt ja bei meinem Quartier als Oberboss. Macht nichts. Fahren wir halt einfach runter. Außer es wäre jetzt oben gewesen. Mist. Nö, oder? Echt? Wäre es oben gewesen? Oben drin, direkt? Nee, oder? Ist nur markierter Ort. Ja, passt. Na, alles okay. Alles okay. So, muss ich nur schauen, dass ich richtig laufen tue. Irgendwie ist das weg. War das jetzt doch oben? Hä? Oh je, Madonna. Na komm. Ist doch hier. Was soll denn das? Das Headset spinnt, glaube ich, auch ein bisschen rum. Das würde mich jetzt gar nicht gefallen. Das sollte doch irgendwo sein. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. Wird wahrscheinlich komplett verkehrt sein. Ja, ist es auch. Das muss mir da unten sein. Tap, 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 tap. Mal gucken, look. Irgendwie hier, ne? Aber jetzt ist es weg. Bild, wo du sein tun, am Klo vielleicht. Ist hier ein Bild versteckt? Nö, ha? Am Männerklo vielleicht? Nein, haben wir den schon? Nein. Clarks Werkzeugkasten. Ja, komm. Klack. Perfekt. Geschafft. Für Theke. Schlüssel zu Clarks Vorrat und Steampack. Ja. Yeah. Wieso ist hier jetzt die Markierung weg? Da irgendwo. Hier war sie doch, ne? Warum ist die jetzt weg? Das würde mich jetzt auch mal brennend interessieren, ehrlich gesagt. Ist das schon wieder so eine Fake-Geschichte? Das wäre aber nicht nett. Das wäre aber gar nicht nett. Jedenfalls ist es weg. Wahrscheinlich wollen sie es spannend lassen, indem sie mir nicht ganz genau den Dingens anzeigen. Damit ich noch motiviert bin, das selber zu suchen. Alles mit. Tap, tap. Na komm. Tap, tap. Passt. Licht. Entschuldigung. Licht. Natürlich Licht. Entschuldigung. Vielleicht war es ja wirklich... Bei uns drin kann es ja fast nicht sein, oder?
Ist es die? Nö, oder? Keine Ahnung. Das fängt ja schon wieder super an, ne? Eigentlich. Schrott, die Schrott, Schrott. Diese Nuka-Cola-Geschichten. Naja, dann ist das hier scheinbar nicht ganz okay. Geht's hier rein? Brauchst du was, Boss? Eigentlich nicht. Nein, nichts. Wenn du das sagst. Danke, Schnucki. Ich suche nur ein Bild. Ein bestimmtes Bild und... Ja. Hab keine Ahnung, wo das sein soll. Es wird mir hier angezeigt und dann doch wieder nicht. Das ist immer schön, Edda. Das ist immer schön. Kampfmesser. Aha. Super. Dann gehe ich halt woanders hin. Scheiß der Hund drauf. Na, jetzt wär's wieder da. Aha, mehr außerhalb. Okay. Mehr außerhalb. Einfach jetzt stur in diese Richtung, denke ich mal. Booms. Jetzt sind sie alle wach. Ja. In diese Richtung geradeaus. So, rundherum. Da muss es echt beim Klo sein. Ah! Muss gar nicht. Es könnte außerhalb sein. Es könnte auch außerhalb die Mauer sein. Es wirkt so, als wenn es hier wäre, ne? Du vielleicht? Da oben komme ich ja auch nicht drauf, oder? Bist das du? Kann man damit irgendwas machen? Wow! Sogar sowas sieht man? Ich habe gerade die Wand kaputt gemacht. Aber da ist, wenn es der ist, ist da kein Hinweis, ne? Dann ist das schon ein bisschen vergilbt hier. Wenn es echt das hier sein sollte, boah, das ist echt ein bisschen doof. Sollte aber, wenn es sowas gibt, dann hier beim Klo sein, ne? Da irgendwo in der Gegend halt. Ich kann mir noch vorstellen, dass man hier rauf kann, eventuell. Oder rauf muss sogar. Das kann ich mir noch vorstellen. Wie man da rauf kommen soll, weiß ich nicht. Aber das könnte ich mir halt noch vorstellen. Eventuell vielleicht eine Rampe bauen und dann raufkraxeln. Oder es klebt auf der anderen Seite der Mauer. Aber es soll ja im Park sein eigentlich. Na, also müsste es doch hier sein. Voll komisch. Ich hätte echt gedacht gehabt jetzt, dass es eben dieses Ding da ist. Das da. Der hier. Aber da steht irgendwie nichts. Da hätte wahrscheinlich ein Buchstabe drin stehen müssen. Ich probier's mal woanders.
Und zwar hier. Oder da. Baut man es hier hin. So, fangen wir mal da an. Wenn der eine da nicht will, ich keine Ahnung. Viel komisch irgendwie. Lade, lade, lade. Lade, lade, lade. So. Wie ich es befürchtet habe, das Symbol ist weg. Es müsste irgendwo da oben sein, ne? Ha. Jetzt ist die Frage. Im Gebäude? Außerhalb des Gebäudes? Das hier ist nur eine Uhr. Jetzt ist die nächste Frage. Klappt das überhaupt, wenn man in der Power-Rüstung ist? Das hätte ich auch noch prüfen können. So, das nächste ist zuerst unten rum vielleicht. Irgendwo vielleicht. Servus. Da hinten vielleicht. Vielleicht geht es aber auch gar nicht mehr, weil jetzt schon die Raider hier wohnen. Pennen die Raider. Servus. Ich schütze und diene. Das ist sehr nett. Jo, aber ich habe wieder mal keinen Plan. Ganz ehrlich gesagt. Das ist eine gemeine Quest, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob es mit der Power-Rüstung überhaupt funktioniert. Ob man die überhaupt anhaben darf. Brille habe ich an, sonst hätte ich die Quest da nicht gestartet. Aber es könnte sein, dass es trotzdem nicht passt. Vielleicht da oben. Ich habe keine Ahnung. Da werde ich, glaube ich, schon zu weit weg sein, fürchte ich. Karte. Ja, viel zu weit weg. Also, wenn, dann andere Seite. Ich glaube, mal ein Stückchen runter. Also, wenn, dann eher die Seite hier. Hier ausgehend. Also mehr darunter wahrscheinlich. Wo könnte das jetzt sein? Okay, da bin ich auch zu weit weg. Boah. Das heißt, eher mehr darüber noch. Mal schauen. Na, das ist viel zu weit drüben. Das heißt doch darüber. Wahrscheinlich. Ich laufe ungefähr da so her. Passt jetzt? Na. Ah, das ist da unten. Okay. Na toll. Ja, den Fusionskern. Und weg damit, ne? Das ist auch so gemein mit den Fusionskernen. Eigentlich dürften die gar nicht kaputt gehen. Eigentlich. Das ist die Frage, vielleicht da hinten? Ja, so circa in etwa. Aber halt. Was?
Kleiderbügel. Dachte ich schon, gefunden. Nichts gefunden. Ich nichts haben gefunden. Dann muss es ja schon fast da irgendwo sein. Da unten drunten. You are here. Schön. Ich bin da. Ja. Da. Nur da. Gibt's ja nicht. Da müsste sein. Ja, aber das hier? Die Roboterwerkbank hat enormes Potenzial. Nicht einmal Jackson hat es geschafft, alle möglichen Kombinationen herauszufinden. Jo. Entweder ober uns jetzt oder das hier. Warte mal kurz. Nur ein Versuch. Kann mit der Brille was sehen? Also wenn ich keine Rüstung anhab, ist es dann besser? Nee, oder? Es sollte hier irgendwo sein. Entschuldigung. War keine Absicht. Ich steig dann rein. Das ist gerade irgendwie komisch. Ich hoffe, Sie haben noch Fusionskerne übrig. Ich glaube. So sicher bin ich mir nicht. Ist hier vielleicht ein Hinweis? Die Quest ist irgendwie sonderbar. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wonach ich eigentlich suchen soll. Also ich meine, ja, ein Bild. Gut, Bild. Bild ist gut. Und dann? Welches Bild? Wie schaut das Bild aus? Beziehungsweise gibt es die überhaupt? Wenn ich wenigstens schon mal eins hätte, ne? Könnte aber auch da unten sein. Da war es, glaube ich. War da jetzt nicht irgendwas Rotes bei dem hier? Warte mal. Das ist nur Schlafsack. Nö, das hat mich dann getäuscht. Ich hätte jetzt echt gedacht, der wäre ein roter Fleck gewesen. Ja, ich bin auch ein roter Fleck, so wird es eher sein. Ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kacke. Da war ich ja schon. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wieder mal keinen Plan, wo das sein soll. Im Auto? Auch nicht wirklich, oder? Ich glaube, das ist wirklich schon alles weg. Ich glaube, das klappt echt nicht mehr. Vielleicht hat sie auch schon jemand solche Bilder gefunden, ne, und hat bei Zufall halt und hat die schon verbrannt. Kann ja auch sein. Das ist echt komisch. Ich fürchte, ich muss dem nachgehen, wenn ich mich da etwas eingelesen habe. Fürchte ich. Ich glaube, so kriege ich das nicht hin. Wenn es der Elefant da nicht ist, was ich nicht glaube, dann, ich meine, wäre auch hingemalt, ne, würde eigentlich schon irgendwie vielleicht Sinn ergeben. Ich sehe es.
ein P. Schau mal. Ist das so gemeint? Ich schreibe das mal auf. Könnte es sich hier jetzt um das HTB handeln? Wo sind wir denn jetzt hier? Dass ich nicht nochmal herspaziere. Karte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Wörter das sein werden. Ich probiere es einfach mal. Ich schreibe mir das jetzt... hier. Da habe ich ein Fleckchen frei. Auf dem Schmierzettel. Starport Nuka. Könnte ein hartes P sein. Was war dann aber bei dem Nuka-Cola-Dingens? Etwas Ovales? Vielleicht ein... Oh, ich habe es ja kaputt geschossen, ne? Das war wahrscheinlich nicht so schlau. Da wäre wahrscheinlich genau dort der Hinweis gewesen. Hier haben wir eben ein hartes... Es schaut aus wie ein hartes P. Hier beim Auge, ne? Könnte sich hier echt ums harte P handeln. Schauen wir mal. Dann als nächstes... nehmen wir gleich die Robco-Kampfzone. Ein P haben wir schon. Boah, das wäre jetzt echt fies, wenn es so wäre, ne? Es ist scheinbar wirklich das selbstgemalte Zeug. Ja. Habe ich es mir gemerkt? Ich glaube, mehr in die Richtung. Für die 5 Uhr Vorstellung sind Tickets noch in begrenzter Stückzahl erhältlich. Aber das wollten wir doch schauen. Och, Menno. Da. You are here. Thanks. Danke. Ja. Ja, ich weiß, mein Englisch ist grauenhaft. Ich weiß. Darüber bin ich mir wirklich im Bilde. So, helfen mal suchen. Haltet Ausschau nach etwas Selbstgemaltem. Es schaut halt immer so aus wie selbstgemalt. Hier vielleicht irgendwas? Vielleicht auf den... Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde das tägliche Duell zwischen Nuka Knight und dem Nuka Cola Dark Knight bis auf weiteres verschoben. Aha, Knight und Dark Knight. Sehr erfinderisch, die Namen. Sehr erfinderisch. Boah. Boah, das war echt, also da musste man sich wirklich wahnsinnigst anstrengen. Für die Namen. Ich bin gemein, ich weiß. So, ich bin zu weit weg. Ich muss mehr in die Richtung, das heißt, wir müssen runter. Der Herr Roben droben ist schon mal nicht richtig. Das bedeuten tut, dass es irgendwo hier sein müsste. Vielleicht hier? Irgendwo? Na, das ist nur das Innenleben einer kaputten, großen Kugel. Dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugutekommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Mei, wisst das aber nicht. Hoch, ist das nett. Wahnsinn. Da drüben? Du? Wo könnte das sein? Das könnte... Oder ist das... Das könnte es nur ein Pappendeckel sein. Jawohl. Nein. Jetzt wieder 30 Jahre suchen, ne? Warte. Oh, Maradona. Da muss ich viel weiter darunter. Wahrscheinlich da hinten rundherum. Da kann ich ja suchen, bis ich schwarz, grün und alle Farben im Gesicht habe. Dass die ersten 10 Besucher der Barry der Bär Show einen Plüschberry geschenkt bekommen. Ja! Heureka! So, warte. Bist du was? Hä? Was bist denn du? Also wahrscheinlich dann doch hier, Herr Robendroben. Da. Da ist er.
Was könnte das für ein Ding jetzt sein? Da komme ich nicht drauf. Ein O vielleicht? Ein halbes C? Edda, sag mir, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr da eventuell was erkennen? Oh, das ist immer da, ne? Auch ohne Brille. Oder? Weiter weg. Komme ich auch nicht dahinter. Sind wir da richtig? Es könnte wirklich stimmen. Es könnte wirklich stimmen. Es könnte stimmen. Aber was ist das dann? Da steht gar nichts. Das ist nur Sprechblase. Und Daumen nach oben. Wie soll ich denn das aufschreiben? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich das sein tut, ne, eigentlich. Das weiß ich ja gar nicht. Was ist, wenn das nur so dahin gekratzelt ist? Warte, ich könnte es ja testen, ne? Ja, da fährt gleich mal irgendwo hin. Warte. Ich hätte... Tatsächlich, es ist das. R. Oh, ma. Da-da-tü. Ja, ne? R. Da haben wir's. Ha. Okay, ja, es ist mir auch eine Freude, dass du da bist, liebe Edda. Definitiv. Jetzt habe ich den Beweis. Definitiv ohne Powerrüstung. Robco. Robco Kampfzone. Robco Kampfzone, dann haben wir die hier noch nicht gefunden. Da muss ich hier nochmal hin. Das ist jetzt allerdings richtig blöd. Ich will auf keinen Fall unsere... Ich meine, ich reise mit Powerrüstung, ist besser. Ich denke, ich muss nochmal zurück, weil es ist das P wahrscheinlich eher nicht. Da muss ich wieder diesen Nuka-Cola-Button, also dieses Ding da einfach finden. Jo. Einfach dieses hier finden und dann ist richtig. Erst dann ist richtig. Dann ist richtig. Verstehst? Dann ist richtig. Also nochmal dahin. Ich hoffe nur, dass es nicht im Dungeon ist. Ich glaube nämlich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es wirklich außerhalb ist. Das heißt, das HTB ist es nicht. Gut. Aber das R stimmt schon mal. Das R, das stimmt schon mal. Das heißt, es muss irgendwo mit Licht natürlich. Aber da ist ja auch wieder so Elefanti. Aber das kann nichts bedeuten. Das kann nur eben für die Raiderbanden sein. Einen anderen Sinn und Zweck dürfte es gar nicht haben, glaube ich. So, das heißt. Look, look. Look, 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 look. Du komischer Kauz, wo bist du aufgezeichnet? Wo bist du aufgezeichnet? Ja, eigentlich streng gesehen müsste ich das ganze Graffel hier mitnehmen. Baum, baum. Die Edda müsste dann schleppen helfen mal. Irgendwann mal. Klappt der Dreck wirklich nicht? Tresor, haben wir den? Oh, den habe ich übersehen. Alter Schalter. Klappt der Dreck also wirklich nicht? Schau, es bricht ab. Was sind das für Manieren? Klappt der... Ich will nur sagen, er klappt... Also... Er klappt wirklich nicht, wenn... Das wär's. Wir in der Powerrüstung sind. Natürlich. Weil nämlich da nochmal ein Visier drauf ist. Ne, ist ja logisch. Bitte, das ist doch wohl logisch. Und ich, Doofi, hab's wieder mal nicht begriffen. So, vielleicht sehe ich mit Licht besser, wenn jetzt die Sonne da ist. Ich habe keine Ahnung. Ich renne immer im Kreis rum, glaube ich, gell? Ha.
könnte jetzt aber wirklich oben sein. Jetzt wo ich weiß, wonach ich Ausschau halten darf und muss. Das dachte ich schon, da ist er. Aber nichts, stimmt nicht. Stimmt leider nicht. Ich sollte vielleicht auch mal schauen, ob ich überhaupt richtig bin. Ob du wirklich richtig stehst? Ja, theoretisch müsste das in der Nähe sein. Könnt. Ah, ich kann mir auch vorstellen, dass wir runterfahren müssen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Rauffahren, nicht runter. Das war rauf, genau, richtig. Das war zum Rauffahren. Warte mal kurz. Vielleicht ist jetzt wirklich sowas angemalt. Aber da war nichts, ne? Da war keines von dem Symbol. Na, warte, wir fahren mal rauf. Bin voll dafür, dass wir rauffahren. Nach oben. Bitte. So. So geht das. Ja, das muss man doch wissen. So, wo dürfen wir raus? Da. So, und jetzt schauen. Look, look. Ist vielleicht hier so ein... Ich meine, kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier aufgemalt sein könnte. Aber vielleicht doch. Nö, schaut nicht so aus, ne? Das war ein Schuss in den Ofen, oder? Am Boden ist auch nichts, oder? Nö. Okay, es ist nicht hier heroben. Das Dingensymbol ist wieder da. Das heißt, es muss unten sein. Es muss unten sein. Es ist die Frage, ganz unten oder im Mittelfeld? Aber ich fürchte ganz unten. Und zwar im Raum wahrscheinlich, wo wir die Power-Rüstung bekommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es dort noch ist. Ansonsten... Danke. Ansonsten ich nichts wissen. Irgendwo in der Vitrine. Jackson hat dafür gesorgt, dass ich reisetauglich gebaut bin. Seine Modifikationen werden noch eine ganze Weile ausreichen. Das ist schön, liebe Edda. Das ist sehr, sehr schön. Das erfreut uns über alle Maßen. Bist meine beste Freundin. Ja. Meine beste Freundin. Ich schwöre. So, dann soll es dann doch hier sein. Also der Kerl, der ist wieder kacke versteckt. Hm. Da ist aber auch nichts aufgemalt, oder? Das ist jetzt gerade echt verwirrend. Ah, ich bin zu weit drüben. Wenn, dann müsste es hier sein oder hier außerhalb. Hier außerhalb kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Langsam. Vielleicht hier unten drinnen irgendwo. In dem Gebäude drin? Nö, oder? Vielleicht? Wirklich? Hier im Kammern? Das war auch nichts aufgemalt. Das, meine Lieben, ist gerade etwas doof. Ich glaube, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn das hingemalt? Das kann ja nicht sein. Und der Part ist auch zu Ende. Ich stehe gerade voll an. Ihr wisst es bestimmt. Das weiß ich ganz genau. Ihr wisst es bestimmt und wahrscheinlich komme ich dann auch drauf im nächsten Part. Und ihr Lieben, seid wieder so eifrig und fleißig. Wann gehst denn du?
seid ihr so so lieb und so fleißig und kommentiert da so lieb und wollt mir helfen und ja, ich hoffe halt, dass ich drauf komme irgendwann mal. Das gibt's ja nicht. Da kann dann echt nur mein Mittel sein. Da irgendwie, da oben so bei der Fahne oder was. Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ich beende bald dieses Dilemma hier. Ja, und hoffe sehr, dass wir im nächsten Part das finden, wonach wir suchen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!